Hallo, Servus, grüß euch und grüß dich. Weißt du eigentlich, wie schwer deine Schultasche ist? Wie schwer ist ein 50-Euro-Schein? Wie kann ich das angeben und wie kann ich das messen? Ich bin Susanne und ich kläre gemeinsam mit dir diese Fragen in diesem Video. Wenn wir fragen, wie schwer etwas ist, geben wir als Antwort meist die Masse eines Objekts an. In der zweiten Klasse lernt man im Physikunterricht, dass es einen Unterschied zwischen der Masse und dem Gewicht eines Körpers gibt. Im Alltag sprechen wir oft über Gewicht, meinen aber eigentlich die Masse. Zum Beispiel, unser eigenes Körpergewicht ist eigentlich unsere Körpermasse. Die Maßeinheit der Masse ist das Kilogramm und wird mit kg abgekürzt. Aber wie viel Masse ist ein Kilogramm? Irgendwann gab man der Masse eines Liters Wasser bei einer bestimmten Temperatur, genauer gesagt bei 4 Grad Celsius, die Einheit 1 Kilogramm. Das heißt also, die Masse von Mineralwasser in einer 1 Liter Flasche hat ungefähr 1 Kilogramm Masse. Das Kilogramm kann in kleinere Teile unterteilt werden, wie Dekagramm, das allerdings meist nur in Österreich verwendet und mit DAG abgekürzt wird, Gramm, das mit einem kleinen G abgekürzt wird, oder Milligramm, das mit MG abgekürzt wird. Es gibt noch kleinere Einheiten, die wir aber momentan noch nicht betrachten. Aber das Kilogramm kann auch vervielfacht werden. Wenn man große Massen misst, gibt man dies in Tonnen an. Tonnen werden mit einem kleinen T geschrieben. Du hast täglich mit Massenmasse zu tun. Um eine bessere Vorstellung von Massen zu haben, hier einige Beispiele, die mit Masseneinheiten beschrieben werden können. Die Masse eines Kilogramms kann mit einer Packung Zucker oder einer Packung Mehl verglichen werden. Eine Semmel hat eine Masse von 5 bis 6 Dekagramm. Ziemlich genau die Masse von einem Gramm hat ein 50-Euro-Schein oder auch ein halbes Gummibärchen. Die Masse von einem Milligramm hat zum Beispiel ein einzelnes menschliches Haar. Ein kleines Auto hat circa eine Masse von einer Tonne. Ja, und unsere Erde hat sogar eine Masse von 6 Quadrillionen Kilogramm, also eine 6 mit 24 Nullen dahinter. Wie kann man nun von einer Einheit zur anderen umrechnen? Kilo heißt nichts anderes als 1000. Also sind 1 Kilogramm 1000 Gramm. Dabei ist wichtig zu erwähnen, dass die Zahl vor der Maßeinheit Maßzahl genannt wird. Die Maßzahl wird hier grün dargestellt und die Maßeinheit rot. Milli bedeutet dagegen Tausendstel, das heißt 1 Gramm sind 1000 Milligramm. Merken kannst du dir die Umrechnung der Massenmaße ganz einfach. Wir schreiben alle Einheiten auf. Wir beginnen bei Milligramm, die kleinste Einheit. Danach kommt das Gramm. Bei uns in Österreich kommt danach das Dekagramm, danach folgt das Kilogramm und am Ende die Tonne. Wechselt man die Einheit von der Masse von Milligramm zu Gramm, dann teilt man die Maßzahl durch 1000. Von Gramm zu Dekagramm rechnet man geteilt durch 10, von Dekagramm zum Kilogramm geteilt durch 100. Das heißt, von Gramm zu Kilogramm sind es geteilt durch 1000. Und schließlich von Kilogramm zur Tonne auch geteilt durch 1000. Das Ganze kann man natürlich auch auf umgekehrten Weg rechnen. Möchte man die Maßeinheit von der Tonne zum Kilogramm wechseln, so multipliziert man die Maßzahl mal 1000. Von Kilogramm zu Dekagramm mal 100, von Dekagramm zu Gramm mal 10, und wieder von Kilogramm zu Gramm mal 1000 und von Gramm zu Milligramm auch mal 1000. Abgesehen vom Dekagramm
kann man sich das nun gut merken, denn es sind immer tausender Schritte. Und Deka ist griechisch und bedeutet nichts anderes als 10. Diese Informationen solltest du nun gut merken bzw. aufzeichnen können. Messen kann man die Masse eines Körpers mit Hilfe einer Waage, wie beispielsweise einer Balkenwaage, einer Küchenwaage oder einer Personenwaage. Übrigens, es gibt noch andere Masseneinheiten, die noch immer benutzt werden, nämlich Pfund. Dabei ist ein Pfund gleich 500 Gramm und ein Zentner. Ein Zentner sind bei uns in Österreich 100 Kilogramm, in Deutschland allerdings nur 50 Kilogramm. Verwirrend. Das hängt allerdings mit alten politischen Abgrenzungen zusammen. Im nächsten Video zeige ich dir anhand leichter Übungsaufgaben, wie man mit Massenmaßen rechnet. Und jetzt bist du dran. Kannst du schon herausfinden, wie schwer deine Schultasche ist? Lass es mich wissen und schreib mir einen Kommentar mit erstens, wie du das gemacht hast und zweitens, wie schwer sie ist. Achte dabei auf die richtige Einheit. Danke fürs Einschalten und bis bald, wenn es wieder heißt, Mathematik macht Freude, Freunde.